So, meine Freunde, weiter geht's mit FIFA 14. Heute sind wir zu Gast in Rom. Wir müssen aber erstmal Tom auswechseln. Dafür klatschen wir Manu da rein. Tom müssen wir aber auch noch so runterziehen. Dafür nehmen wir jetzt einfach Horn mit. Und dann möchte ich Lukas wieder spielen lassen. Fleschi will hier unbedingt spielen, das darf er dann auch. Daxter wieder für Rico. Revo für Sandro. Tom für Borchardt. Dann passt die ganze Chance schon wieder. Ging ja schnell. Und so, spielen wir. Fangen wir gleich an. Ach shit, jetzt habe ich kein Ding gemacht. Ja. Ballhof drüber, was auch sonst. Jetzt habe ich kein Dings gemacht, wollte ich sagen. Keine Tor-News. Genau, so heißt's. So, in Stadio Olimpico. Bloßes Spiel, ich habe keine Lust. Oh Gott, die Trikots. Ach du Scheiße, die gehen ja voll hart auf Angriff. Aber was die können, können wir doch auch. Scheinbar nicht. Haben sie auch noch Glück, ey. Boah, yes! Tief knallhart rein. 22 Tore. Damit bleibst du an der Ligaspitze. Sehr schön. Ja, steht auf dem roten Boden da. Tut's auch fast nicht weh. Ja, aber guter Pass, Daxter. Und dann, ja, knallhart flach geschossen. Unhaltbar, so ein Ding. Zur Giesecke. Mit der Flanke zu weit nach hinten. Ah, aha. Ball versprungen. Daxter sitzt auch. Achte Minute. Hui. Gut. Borchardt mit dem göttlichsten Pass der Welt. Mal echt perfekt erwischt und dann Daxter. Angenommen, Ecke ausgeschaut, geschossen, getroffen, Tor. Oh, der war nicht schlecht. Was war? Die haben gefault, okay. Huh. Braucht man gar nicht hingehen. Hat kommt.
Mann! Hätte der jetzt halt uns da nicht noch zwischen reingefunkt, dann hätte Remo bestimmt einen Tor gemacht. Bin ich mir sicher. Sehr gute Grätsche, Lukas. Lila Lukis. Lukas. Tja, das war halt dämlich. Das war halt auch dämlich. Und auf Revo. Und Revo macht es leider nicht. Ich will heute ein Tor sehen, Revo. Und so verstanden haben. Alter, was hat der für Reflexe? Ist der vollkommen krank? Boah, nicht schlecht, ey. Die Fläschchen mit der Ecke auf Manu. Scheiße. Glück gehabt. 22 Tore Bauchert, Ligaspitze, wissen wir. Mann. Alter, der läuft doch einfach rein. Habt ihr gesehen, dass sich sogar gleich mit dem Rücken herdreht, dass er sich wahrscheinlich nicht so arg verletzt. Da haben sie sich gut selber blockiert. Bei solchen Aktionen, da habe ich keine Ahnung, was ich da machen soll. Ah, schade, Revo nicht durchgekommen. Erst Moment dachte ich erst mal, es ist Abseits, aber war es ja dann Gott sei Dank nicht. Gut rausgeholt. Weg die Kulle. Schade. Ich habe mich jetzt zwischenzeitlich gefragt, ob er es jetzt wirklich noch pfeift, weil es der Linienrichter angezeigt hat. Krasses Ding! Bochert, Bochert, gutes Ding! Genau, zeig deinen Namen in aller Welt.
Der hätte wirklich einmal perfekt gepasst. Schön. Lass ihn durch. Nächstes Mal bitte mit Ball. Dreht er sich ohne Ball. Immer geil. Gut gesehen, mitten. Das verstehe ich nicht. Manu, schön verteidigt. Alter! Als ob. Oha, die Mauer hat mal ernsthaft was gebracht, das Springen. Flashy, zieh an. Nein! Verdammt. Von irgendwoher ist, glaube ich, irgendein Ding auf die Hand gefallen, irgend so ein Kleber. Ich weiß nur nicht woher. Leute, erklärt es mir. Kotzt mich so an langsam. Gut, Carbon. Schön den Angriff unterbunden. Riskant. Ich hab da schon ewig gedrückt. Soll doch eigentlich gleich nach dem Trick. Ja, toll. Das war jetzt dämlich, Witten. Also das. Oh, Scheiße. Das war jetzt der klassische Rückpassfehler. So, Dortmund führt schon wieder 1-0 gegen Ajax. Nicht schlecht, ey. Juve Arsenal 0-0. Monaco Tottenham 1-1. Dann kommt Leverkusen Atletico 0-0. Chelsea Benfica 1-1. Bayern führt 2-0 gegen Manchester City. Warschau Barca 0-0. Manchester United 2, Inter 1. Mailand führt 1-0 gegen Paris. Liverpool liegt 0-1 hinten gegen Real und Rom. Und Schalke 1-1.
Ordnung braucht das Land. Nein, wir lassen's. Müsste doch eigentlich ja klappen. Also wir sind ja auch die bessere Mannschaft gewesen. Nur das mit dem Rückpass, das war jetzt halt echt scheiße. Puh. Hätte der getroffen, dann wäre Polen offen. So kann man sich halt auch durchmogeln. So, Lukas, du bist schnell. Aha. Aber man kann es nicht flanken. Beziehungsweise einfach nur die Flanke kam halt nicht an. Nein, glaube ich nicht. Ach, Scheiße. Okay, ich muss es wohl glauben. Boah. Also warum hab ich doch zu dem, oder? Ach nee, der andere war's. Okay. Die wechseln Hernandez kommt für Gonzales. Revo, nicht umdrehen. Geil. Och, Mann. Das war jetzt irgendwie voll das Durchgebacke und Gelegge. Machst du heute noch? Danke, netter Mensch. Oha. Okay, Fläschi. Da hat er wegen der Wumms gefehlt. Aha. Da war nix. Nein. Warum klappt gerade schon wieder alles? Oder halt auch gar nichts.
nicht gefoult. Oha. Wir kriegen zurzeit echt Fouls gepfiffen. Kommt derzeit noch so schnell her? Alter, Torwart! Was soll das? Wird nicht jetzt hier so gegönnt. Let es mal geht. Dafür kommt Big Lia, das ist was. Bochert, Latte, Bochert, Tor. Gut. Gut, gut, gut. Guti gut. Coole Pose eigentlich irgendwie. Was ich aber an dem Tor so geil fand, erstmal natürlich wie immer Latte und dann aber durch den seine Beine am Torwart vorbei. So. Hey, wir haben Glück. Nein, falsche Taste. Ich wechsle, und zwar Sandro für Revo. Ne, Allrounder hat das letzte Spiel auch gespielt. Nilsel hau ich nochmal rein. War keine gute Aktion. Nein, nein. Aber ansonsten Carbon, starkes Spiel. Mit Tor und so. Nezel kommt für Carbon und Sandro für Revo. Weil Sandro, vielleicht ist es wegen der Ansporn jetzt so an Seite von Borchardt wieder zu spielen. Um noch ein paar Tore vielleicht zu machen. Oh. Fuck, fuck, fuck. Na, Sandro hat Bock, das sehe ich schon. Scheiß Pass, Bochert. Die wollte ich gerade sagen, die Grätsche jetzt muss sitzen. Gutes Ding witten. Doch, verdammt. Ich sollte vielleicht dann doch einfach mal flanken. Als immer hier schön, schön spielen zu wollen. Einfach. Jungs, Jungs, Jungs.
Nein! Mann, scheiße! Okay, 39 kommt, 26 geht. Das wäre Kawanda und Radu. Den Ball. Ohne Ball kann ich keine Tore schießen. Okay, Foul. Boah, das nächste Mal einfach fallen lassen. Fail. Sollen wir nicht schauen, laufen. Das Schauen, das übernehme ich. Nein! Ach, schade, es wäre zu schön gewesen. Ach Mist. Einfach noch so ganz frech, so über den Torwart lupfen. Weil da brichst du ja alles. Tja, war kein Tor. Na, ist aus, schade. Hat wohl nicht mehr gereicht, Sandro. Oh, die Carbon hast ja gar kein Tor gemacht. Ach ne, das war im letzten Part, Entschuldigung. Daxter und dreimal Borchardt. Demnach Borchardt logischerweise bester Mann mit 8,7. Jo, dann kommt schon 7-4 Daxter und Trevenant und Frohböse mit 7-6 davor. Oh, sehr schön. Gutes Game, Jungs, gutes Game. Danke, Chef. Bitteschön. Simulieren wir mal weiter. Pressekonferenz. Spiele. Ich lob Frohböse. Herr Frohböse, was ist los? Jo, du willst spielen, Sandro? Darfst du? Na toll, jetzt kann ich nicht mehr verhandeln. Falsche Taste, Entschuldigung. Begegnungen, 15.02. Ajax verliert 1-2 gegen Dortmund. Dann Arsenal gewinnt 1-0 gegen den Juve. Tottenham gewinnt 2-1 gegen Monaco. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Atletico. Chelsea 3-1 gewonnen gegen Benfica. Bayern 5-1 gegen Manchester City. Wir 4-1. Barca Warschau 1-1. Menu 2-1 gegen Inter. Paris verliert 1-2 gegen Milan. Real gewinnt 2-0 gegen Liverpool. Und Schalke gewinnt 2-1 gegen Roma. Das heißt dann für die Tabelle Dortmund auf 7. 4 Punkte Rückstand. Ja, wir weiterhin logischerweise 1 mit 13 Punkten Vorsprung. Ja, da können wir dann doch mal 3, 4, 4 Spiele verlieren. 4 und wenn immer noch Erster. Wie sieht's denn ganz unten aus? Monaco, Warschau, die haben. Ja, die haben noch Chancen, aber Monaco ist schon echt abgeschlagen da unten. Schalke hat sich schon ziemlich hochgekämpft, schon vor Ajax und Rom. So, gegen wen müssen wir als nächstes? Gegen Arsenal. Die sind 15. Okay.
Bin ich gespannt. Besten Spieler der Woche. Jo Bocher ist dabei. Mein Glückwunsch an dich. Chesney im Tor. Hat's froh, bis er doch nicht ganz geschafft. Ja gut, Leute, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Haut da rein, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.